Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Rezept-Token. Ich war nämlich wieder fleißig, bin mit einigen Chars durch Naxxramas durchgeflitzt und ja, ich wollte mir ein paar Rezepte über die Token hier in den Pestländern holen, vom Argentum oder von der Argentumsdämmerung, Argentumskreuzzug, je nachdem, was das jetzt hier für die Fraktion ist. Und dazu habe ich mir jetzt hier von diesen Geißelsteinen des Verderbers, die man ja aus Naxxramas erfarmen kann, wenn man die ganzen Rätsel freigeschalten hat, dementsprechend ein paar Ehrenmarken der Kentum-Dämmerung hier umgetauscht. Und ja, es sind 120, die wir jetzt raushauen wollen. Da können wir uns nämlich genau 20 Rezept-Token kaufen. Ich hatte mir das letzte Mal ja schon auch 20 geholt, einige Rezepte rausgezogen. Mir fehlen jetzt noch 7 Rezepte. Und ja, ich hoffe mal, wir haben ein bisschen Glück. Kann ich mir da auch gleich... Ah ja, ich kann mir gleich 20 kaufen. Perfekt. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass die letzten 7 drin sind. Und ja, dass ich dann quasi mal mehr in den anderen Händler reinpumpen kann. Dann gucken wir mal. Erstes Ding, was haben wir? Ah, der Inschriftenkundestab. Den brauche ich schon mal. Das ist gut. Dann... Oh, nochmal Inschriftenkunde. Okay, das ist sehr schön. 2, die ich brauchen kann. Okay, das habe ich schon, das können wir verkaufen. Das ist Schmiedekunst. Das brauche ich auch. Also 3 von 7 haben wir schon mal. Das habe ich auch schon, das können wir auch verkaufen. Das haben wir auch schon. Das haben wir leider auch schon. Komm, gib mir noch ein paar Rezepte, die ich noch brauche. Was haben wir hier? Ist das das gleiche wie das hier? Ne, das ist ein Kettenteil. Sehr schön, das brauche ich noch. Das habe ich schon. Jetzt haben wir gleich Halbzeit. Das Schild haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Oh, warte mal. Habe ich jetzt das Kettending nochmal gekriegt? Nee. Kopfschmuck. Tapferkeit. Okay. Das ist schon mal gut. Haben wir schon. Ich glaube, jetzt habe ich 5, oder? Von den 7. Das haben wir auch schon. Ah, das ist das Inschriftenkunde-Ding. Okay, jetzt fehlt mir, glaube ich, nur 1, ne? Warte mal, jetzt ziehe ich die mal zusammen. Inschriftenkunde. Inschriftenkunde. Schon verschiedene, oder? Ah, ne, das ist das gleiche. Ach, kacke, das ist das gleiche. Jetzt lerne ich die schon, oder? Warte mal, die lerne ich gleich. Jetzt machen wir erstmal noch die letzten 5. OZ, das kann ich auch schon. Eine Schusswaffe für Ingenieur. Ich glaube, die brauche ich noch. Haben wir schon. Aber dann müssten wir so gut wie alle haben, oder? Das haben wir auch schon. Und das letzte noch. Das haben wir auch schon. Okay, jetzt lerne ich mal die, die ich noch brauche. Also hier einmal das Schwert. Dann haben wir hier einen Kettenkopf. Dann haben wir noch einen Kettenkopf. Okay. Und dann habe ich jetzt quasi Inschriftenkunde, einen Stab und noch einen Stab. Und das hier sind aber dieselben Sachen, ne? Okay, also das kommt schon weg. Und ich habe noch ein Inji-Teil. Heißt, mir fehlt jetzt danach nur 1, oder? Was fehlt mir danach noch? Wander habe ich, Splitter habe ich. Und das hier habe ich. Also fehlt mir dann Schädelstein... Knüttel. Okay, habe ich das hier nicht irgendwo dabei, oder? Guck mal, was das im Haar kostet. Ich weiß nicht, ob ich hier dann noch mehr gambeln soll. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss mindestens 200 Jahre alt sein. Ah, da ist nur der Kolben drin, aber nicht das Rezept. Schau mal an. Schade, scheint anscheinend selten zu sein. Ja gut, aber das war doch jetzt schon mal nicht schlecht. Jetzt, die Rezepte kann ich noch verkaufen, wenn wir jetzt hier gucken. 45k, 50, 39, 39, 50, 100... Ja, die sind auch noch ein bisschen was wert. Ob die dafür natürlich weggehen, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist doch schon mal sehr positiv. Also da haben wir jetzt einiges gekriegt. Ein Rezept brauche ich noch. Muss ich mal gucken, ob ich dann das nächste Mal noch weiter gamble oder ob ich quasi hergehe und ja, mir das aus dem Haar kaufe, wenn das mal drin ist. Juti, das war's mit dem kleinen Opening. War doch relativ erfolgreich. Und dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe ja hier unten noch ein paar Marken, werde sicher den anderen Händler jetzt noch gambeln. Das kommt dann aber im nächsten Video. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.